Okay. You on your own way, me on my own. Yes. So, gerade nach diesem unfassbar leckeren Frühstück mal wieder. Danach noch einen Kaffee vom Besitzer bekommen hat und dann noch das ganze Frühstück irgendwie auf den Account von denen geschrieben. Also es ist wieder mal sehr geil. Ich wundere mich immer, wann oder ob wir bezahlen. Gestern hat ganz heimlich und ganz schnell der Besitzer von der Garage bezahlt. Es ist ja nicht so, dass ich es nicht anbiete oder dass ich es nicht will. Ich hab ja auch gestern eingeladen und alles Mögliche. Aber keine Chance, es ist fast wie im Iran. Nee. Jetzt geht's nach Penang bzw. zu dem Hafen von Penang. Links ist noch ein Freund von Ijam und rechts ist Ijam. Und wir fahren jetzt da zusammen hin. Das sind jetzt gute 25 Kilometer. Das heißt bis zur Fähre und dann fahre ich wahrscheinlich auf die Fähre und er fährt weiter. Das Ticket ist noch nicht teuer, irgendwie, keine Ahnung, 1, 2, 3 Euro maximal. Ich habe den Warm Shower auf Dings erreicht, aber der kann leider nicht. Das heißt, entweder gehe ich zurück aufs Festland, weil da noch ein anderer Warm Shower ist, oder ich gehe campen und das würde ich dann in den Bergen machen, weil da gibt es Berge auf der Insel. Keine Ahnung, ich werde mich da mal ein bisschen umhören. Und ja, jetzt wird erstmal gerade, die Sonne geht auf, wir haben irgendwie 8 Uhr, 8.50 Uhr vielleicht, 9 Uhr oder so. Und ja, ich freue mich hier so spontane Gesellschaft zu haben. Malaysia bis jetzt gefällt mir super gut. Und noch eine Sache, es gibt von einer Stadt, die ganz nah bei dem Fährhafen ist, gibt es einen Zug, der fährt bis nach Ipoh. Und Ipoh ist 200 Kilometer entfernt von Kuala Lumpur, das heißt, ich würde dann höchstwahrscheinlich, je nachdem wie viel ich jetzt auf Penang verbringe, würde ich diesen Zug nehmen, weil das ist der einzige Zug, der Fahrräder mitnimmt, sonst wurde irgendwie das Gesetz geändert, dass er keine Fahrräder mehr nehmen kann. Aber von dieser Strecke geht es halt eben noch, von der Fähre bis nach Ipoh. Und das heißt, ich habe jetzt glaube ich noch 5 Tage zum Radeln, heute ist der 4. Das heißt, ich kann den 4. radeln, den 5., den 6., den 7. und den 8. 5 Tage, weil ich ja am 8. mal ankommen will. Und dann regle ich das irgendwie, dass ich jetzt noch gechillt vielleicht auch 2 Tage auf der Insel verbringe, wenn ich irgendwas Gutes finde. Vielleicht schon mal ein Hostel oder was auch immer. Und dann vielleicht noch ein Warm Showers in Ipoh. Und einfach mal gucken. So, einfach mal jetzt was zu machen, der Zug ist nicht teuer, ich weiß, dass er das Fahrrad nimmt, ich weiß, wo die Station ist. Das heißt, das ist soweit geregelt. Und ich kann ja, wie gesagt, bis zum 8. in Kuala Lumpur ankommen. Oder am 8. Ja, das ist die Idee, das machen wir jetzt. Jetzt gerade. Let's go. Yo. Behind the containers. Yeah. Okay. Ja, so hat man dann auch mal wieder ein bisschen Unglück, denn die Fähre habe ich in wenigen Minuten verpasst. Da vorne, wo die ganzen Scooter sind, ist mein Bike auch. Und die Fähre fährt dann immer im 1-Stunden-Takt, das heißt jetzt 1 Stunde warten. Und dann geht's mit der nächsten Fähre rüber. Da vorne ist Penang, die Insel, wenn man es erkennen kann. Ich glaube, es ist zu hell, aber man sieht es ja gleich. Und da werde ich dann einfach ein bisschen Zeit verbringen. Einfach mal gucken, wo ich heute penne. Mir wurde gestern gesagt, Feuerwehrstation sollen wohl sehr gut sein. Also Feuerwache. Da ist eine drüben und ich schaue mal, ob eine auch auf Penang ist. Und die sind wohl ähnlich wie die Highway-Polizei-Station, dass die, wenn du was brauchst, dass sie dir immer irgendwie einen Raum oder einen Platz für das Zelt geben können. Und das könnte man ja dann wirklich mal vielleicht ausprobieren. Das wäre cool und sonst suche ich mir irgendein kleines, nices Hostel oder so. Vielleicht campe ich in den Bergen, mal schauen.
Ja, auf jeden Fall habe ich Lust auf die Insel, ein bisschen das Essen enjoyen da. Dafür wäre es vielleicht ganz nice, das Fahrrad einfach irgendwo reinzustellen in ein Hostel oder so, oder Hotel und dann einfach mal da rumzulatschen ein bisschen. Und ich kann auch den Zug nicht nur von ein bisschen weiter weg von hier nehmen, sondern direkt von hier, vom Ferryport, geht der Zug bis nach Ipoh, also zur Not habe ich die Zeit und das ist gut. Ich muss noch ein bisschen überlegen wegen Indonesien, Singapur und so weiter, weil ich werde ja mit einem bisschen Glück in Australien im Mitte März meine Mom und meinen Bruder wiedersehen, weil die dann für ein bisschen Roadtrippen nach da unten fliegen. Und das heißt, ich habe jetzt noch bis, ich komme ja nächste Woche Donnerstag in Kuala Lumpur an und dann muss ich von da aus nach Singapur, von Singapur mit der Fähre nach Bintan oder so, das ist Indonesien schon, und von, das ist aber sehr nah bei Singapur, und dann von da aus mit dieser Riesenfähre bis nach Jakarta. Das heißt, da habe ich dann ein bisschen Zeit noch, ich würde gerne ein, zwei Tage in Singapur verbringen. Dann habe ich die Zeit auf der Fähre, dann habe ich irgendwie 1200 Kilometer von Jakarta bis nach Bali, wovon ich dann fliegen würde, ich habe noch kein Ticket und so weiter. Das heißt, von Bali fliege ich dann nach Brisbane und habe dann auch nochmal 1000 Kilometer vor mir. Das heißt, so roundabout sind es jetzt noch 2500 Kilometer, sage ich mal. Vielleicht ein bisschen mehr. Und das muss ich ja dann schaffen, und zwar in der Zeit bis Mitte März. Bedeutet, ich muss in Kuala Lumpur so und so lange bleiben, aber da ich ja Workaway mache, muss ich dem das irgendwie beibringen, dass ich nicht so ganz lange bleiben kann. Die Fähre, die nach Jakarta fährt, die fährt auch nur einmal wöchentlich. Da muss ich mir auch noch irgendwas überlegen, damit halt der Rhythmus stimmt. Ja, und ich bin die ganze Zeit einfach am Brainstormen so ein bisschen und ja, mal gucken, was sich hier gibt. Ich hoffe, dass es alles klappt. Vielleicht fahre ich von Kuala Lumpur mit dem Bus nach Singapur. Bleib dann da am Tag, am nächsten Tag direkt die Fähre, irgendwie so. Mal schauen. Aber jetzt wird erstmal gewartet, gegessen. Und vielleicht haben wir hier sogar eine Toilette, das wäre echt gut. Später sind wir da, auf Penang. Geil sieht das aus. Und ich fahre jetzt direkt in die City, glaube ich. Einfach mal ein bisschen rumgucken und was zu essen finden. Dabei muss WLAN sein, damit ich halt konstant gucken kann. Und dann wird mal ein bisschen geplant. Ich gucke mal, wo die Fähre fährt und so weiter. Wie komme ich in die City? Ich fahre mal da lang. Junge, was für eine Architektur. Ich frage mich, aus welchem Land das kommt. Ich meine, irgendwas Französisch gehört zu haben, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Alter. Schick. Schick, schick, schick. 1907. I see. Ja, schauen wir uns das Ganze doch mal an. Georgetown. Let's go. Oh, was ist denn das Geiles? Georgetown Adelaide. Das ist doch Australien. Okay. Hier ein schöner Park. Da ist noch so ein Gebäude. Junge, was ist das für eine Architektur? Das ist doch nicht aus Malaysia, oder nicht? Das ist doch nicht. Das muss doch aus der Kolonialzeit sein. Vielleicht auch Englisch. Alter. Schön. Da mache ich mal ein Foto von. Bei diesem Café, hab mir was Leckeres getrunken, hab mir das WLAN hier schnabuliert. Jetzt habe ich mir noch dieses nasse Kandar geholt, dieses Reis mit Rindfleisch, was aus der Region woher kommen soll. Mein Löffel, weil ich will das jetzt gerade nicht mit den Fingern essen. Ansonsten isst man das ja mit den Fingern.
Ich habe mit dem Warmshowers-Host, der ich eigentlich wäre, gesprochen und der kann mir ein paar Warmshowers-Spots vorschlagen. Hat er auch gemacht. Und da werde ich gleich hinfahren. Der eine ist 20 Kilometer, glaube ich, entfernt für Wildcamping. Und da geht es dann gleich für mich hin. Wir haben kurz vor 15 Uhr, also Viertel vor circa, also noch alles im grünen Bereich. Ich schau mal ganz kurz, wie lange es dauert. 20 Kilometer, einfach straight die Straße runter. Also hoffentlich vernünftig machbar. Dann esse ich jetzt noch was, kaufe mir dann auf dem Weg was ein, weil er gesagt hat, dass er nicht zum Essen auf dem Weg ist, also vor Ort. Ja, dann fahre ich zu dem Wildcamping-Spot und ja, den Rest erzähle ich euch später. Jetzt wird erstmal gegessen, ich bin hungrig. Ja, was soll ich sagen? Ja, ist halt Autobahn oder sowas ähnliches, Hauptstraße, keine Ahnung, ziemlich scheiße. Und Gegenwind, super. Ich bin auf dem Weg, 20 Kilometer bis an die Spitze der Insel zu fahren im Süden, um da zu campen. Ja, der Weg dahin ist jetzt nicht so toll, aber ich hoffe, dass es dann da gut wird. Hoffentlich. Höchst ehrenlos, die Scheiße hier. Ich wurde gerade eben von so einem Mercedes CL 450, glaube ich. Also so eine miese Karre hier, die hier halt sehr selten ist, weil das alles importiert werden muss, wurde ich so mit, keine Ahnung, 20 cm Abstand überholt. Irgendwie selber schuld von ihm, aber da will ich auch keinen Kratzer reinmachen, sag ich. Naja. Ja, ich grüße aus Pantai Esen, glaube ich. Also so heißt die Gegend hier. Und hier kann man wohl auch pennen, sag ich. Hey. Und der Warmshowers hatte mir das ja hier empfohlen und meinte, ich soll dann einfach bei den Locals hier kurz fragen, wo das ist und wie ich da hinkomme. Und jetzt haben die Locals mir hier bei dem Eingang davon so eine Karte, da stand so eine große Holzkarte und haben sie mir gezeigt, ja, dann gehst du hier runter, Nummer 4 und 5, da kann man gut campen. Das heißt, ich glaube, das Ding ist einigermaßen geritzt, also hoffe ich zumindest. Zum Beispiel geht es dann anscheinend, ah ja, da unten ist doch schon mal ein Strand. Okay, ich fahre hier um mit dem Fahrrad. Aber wir gehen mal weiter, mal gucken, was noch so kommt. Was steht da? Promotion Kajak. Ne, Kajak wollen wir nicht. Okay. Das wäre also hier rechts. Naja, wir gehen mal weiter. Okay, es gibt auf jeden Fall guten Strand hier. Alter, ich würde mal sagen, das sieht doch nach was aus, oder? Junge, Junge, Junge. Zwar noch ein paar Leute so hier. Und da hinten, da rechts von mir ist nur eine andere Hälfte vom Strand, da sind ganz viele Leute. Aber ich denke mal, das sieht alles so aus, als würden die da nicht bleiben. Und dann werde ich wahrscheinlich heute Nacht da irgendwo das Zelt hin installieren. Da hinten, was man da sieht, das wird, da wird Insel aufgeschüttet, weil zu wenig Land da ist. Ja, das sieht doch wunderschön aus hier. Dann einfach irgendwo heute Abend das Zelt hinklatschen. Ich hoffe, dass das Wasser mir nicht im Zelt erreicht. Ich denke, das geht so bis hier so. Ich weiß es aber nicht. Also das Grüne fängt halt hier an. Nicht, dass ich in der Nacht überschwemmt werde, das wäre ja scheiße. Ja, ich muss mal gucken. Ja, jetzt erstmal ein bisschen chillen, sag ich. Das zweite Coole ist, dass da am Festland der Flughafen ist. Das heißt, jedes Flugzeug, was kommt, fliegt einmal so. Und da kam eben eins und das sah sehr cool aus. Vielleicht kommt gleich noch ein zweites.
an Madeira. Da hinten ist der Sonnenuntergang immer noch. Und ich werde jetzt hier, was man gerade nicht sieht, mein Zelt aufbauen. Hier ist so ein großer Baum, wie man hier an den Blättern sieht. Und dann ist so ein dicker Ast. Und da werde ich jetzt mein Zelt so dran machen, sozusagen. Dann bin ich so ein bisschen verborgen. Das Fahrrad kommt dann hinter das Zelt. Und dann hoffe ich, ist das gut für die Nacht. Auch dann ein bisschen unter dem Blätterdach, falls es regnet. Obwohl mir das wahrscheinlich dann auch nicht viel hilft. Genau. Das zeige ich euch dann alles gleich mal, wenn die meisten weg sind. So, hallo. Also vielleicht erkennt man mich jetzt ein bisschen, weil das Licht an ist. Ich sitze jetzt hier am Strand. Das Zelt ist hinter mir aufgebaut, das zeige ich euch gleich noch. Da hinten sieht man so ein paar suspekte Lampen rumblitzen. Ich hoffe, dass die gleich weg sind. Und da sind Schiffe. So, das ist mitten auf dem Meer, aber da hinten sind halt noch, ich glaube, ein paar Leute, die jetzt gerade da zurückklettern und auch nach Hause gehen, hoffentlich. Da landet gerade ein Flieger. Man wird halt die ganze Zeit angeleuchtet, ne? Das ist halt ein bisschen komisch. Naja, ich mache mir jetzt hier meine Nudeln. So. Und esse ein bisschen Toast. So. So, also. Da ist Zelt. Nicht Zelt. Topf mit Essen drin. Hier ist alles, was ich zum Essen brauche. Da ist das Meer. Rechts von mir sind immer noch Lichter. Ich hoffe, dass die gleich weg sind. Bin ich mal gespannt. Ich glaube, das sind nur Fischer, wie man sieht. Da ist das Zelt. Hinter dem Fahrrad. Ja. Und das esse ich jetzt hier. Guten Abend. Ich bin schon im Zelt. Das heißt schon, wir haben schon irgendwie 21.30 Uhr. Man hört den Dschungel, man hört das Meeresrauschen und noch ein paar Leute, die herumlaufen. Das sind die Fischer. Ich hoffe, dass sie nichts dagegen haben, dass ich hier bin. Ich bin die ganze Zeit so ein bisschen paranoid, wenn ich wieder so Lichter flitzen sehe. Aber egal. Wer mich wegschicken will, soll mich wegschicken. Dann schlafe ich halt irgendwie, keine Ahnung, am Straßenrand oder so. Nee. Ich freue mich auf morgen früh. Ich hoffe, dass das richtig schön friedlich wird. Werde ich morgen da aufstehen und dann genießen. Und dann zeige ich auch morgen, wie das Zelt hier stand. Ja, und jetzt gucke ich noch ein bisschen Netflix, glaube ich. Und dann gehe ich auch schon pennen zu dieser wunderschönen Akustik hier. Alles klar, gute Nacht. Danke, dass du mich bis hierhin begleitet hast. Schreib mir gerne deine Meinung zu diesem Video in die Kommentare und um die nächsten Videos von meiner Radreise nicht zu verpassen, kannst du gerne den Kanal abonnieren. Für aktuellere Infos kannst du auch auf meinem Instagram vorbeischauen, der in der Videobeschreibung verlinkt ist. Aber für heute verabschiede ich mich erstmal und wir sehen uns im nächsten Video wieder.